Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Ich habe eine richtig schöne große Küche, da kommt ganz viel Besuch, ganz viele Kinder. Und dann erzähle ich eine Geschichte. Fischlein, deck dich! Oh! Mein Zaubertischlein. Ein 83er Chardonnay. Ziegenkäse, das gab es immer zu Hause bei meinem Vater. Ich will nach Hause. Wenn ich mit dem Tischlein komme, wird mir doch mein Vater nicht mehr böse sein. Herr Wirt, ich muss nach Hause. Tischlein, denk dich, wenn ich auch so ein Tischlein hätte, ich wäre der gemachte Mann, war. Da will ich doch mal kicken gehen, da. Das wäre hier lacht. Hä? Sag mal, das sieht doch Haar hier noch nicht anders aus, wa? Das ist doch gut, wa? Das ist doch gut. Ich muss zu meinem Vater. Wenn ich mit dem Tisch reinkomme, wird er mir dann nicht mehr böse sein. Ich muss zu meinem Vater. Alles schläft noch. Ich muss zu meinem Vater. Tischlein, deck dich! Tischlein, deck dich! Oh, Vater! Herr Pfarrer, Herr Bürgermeister, warten Sie doch! Warte, ich lüge doch nicht! Warte doch! Vater, Tante Hedwig, ich lüge nicht, wirklich! Gestern gab es noch Roulade mit Klößen! Aber der zweite Sohn, was war denn aus dem zweiten Sohn geworden? Der ist zu einem, weißt du? Müller? Genau, der ist ein Müller geworden. Ja. Was machen Müller? Mehl. Ja. Mehl vom Typ 405. Sack zur Mühle, Mehl auf dem Speicher. Und also das konnte man 3 Jahre rum. Und auch er musste auf die Wanderschaft gehen. Da schenkte auch ihm sein Meister etwas ganz Besonderes. Stellst dich hin, hebst den Schwanz an und sagst, Goldesel, streck dich. Gesehen, mein Junge, ja, ich hab's gesehen, das ist Gold. Ja, da kommt Gold raus aus dem Esel. Hast du gesehen, mein Junge? Ja, ja, gut, mein Junge. Das ist gut, mein Junge, ja. Dann mach's gut. Und alles gut auf deiner Wanderschaft. Und mein Junge, du kannst mir ja mal in den Mehl schicken. Ja, mach's gut, mein Junge. Das Goldstück ist für die Übernachtung. Das Goldstück. Oh, Herbert, einen kleinen Moment. Nein, keine Angst. Keine Angst, Herbert. Ich zahle in Bar. Ich zahle in Gold. Einen kleinen Moment. Goldesel, streck dich. Reich. Danke, mein Lieber, danke. Das ist richtig, Jold. Das ist alles meins. Meins. Das ist Jold. Das ist alles meins. Ja, mein Gold. Ja, das... Sag mal, der
ist hinten in Stall reingegangen zu seinem ollen struppigen Esel. Und dann hat er gesagt, Joltesel streckt hier. Da will ich doch mal kicken gehen, wa? Er hat den Schwanz angehoben und hat gesagt, Joltesel streckt hier. Normal, normal, normal. Joltesel streckt hier. Der versteht mir nicht. Goldesel, streck dich. Alles Gold, das ist Gold, das ist alles Gold. Oh, das ist noch eins. Ah, das ist noch eins. Oh. Alles Gold, alles Gold. Richtiges Gold. Sag mal, habe ich auch so einen ollen, struppigen Esel hinten auf meiner Wiese zu stehen? In wenigen Stunden seid ihr reich. Ich habe nämlich einen Zauberesel. Goldesel, streck dich. Ja, Entschuldigung, Herr Bürgermeister, so ein Esel ist eben auch nur ein Mensch. Goldesel, streck dich. Sieht aus wie ein ganz normaler Brötchen. Man kann ja nie wissen, wa? Tischlein, deck dich, was sie meinem Bruder gestohlen haben. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Was soll denn das sein, wa? Nee, habe ich nicht, wirklich nicht. Habe ich nicht, wirklich, habe ich nicht. Ja. Dann ist wohl wieder der Knüppel aus dem Sack. Nee, nee, nicht Knüppel, nee. Ich jetzt fällt es mir ein. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, da in der Jaststube. Da stand immer so ein kleines Tischlein rum. Vielleicht ist es bitte, wa? Kann ja sein, wa? Nimm es ruhig mit, stand eh nur ein Weh hier rum. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Joltesel ist. Ich weiß nicht. Nee, wirklich nicht, junger Mann, wirklich nicht. Na dann, Knüppel aus dem Sack. Oh, nee, junger Mann, haha. Ich weiß es! Im Stall hab ich so einen neuen strubbigen Esel gesehen. Der könnte jetzt sein. Tischlein, deck dich. Den Knüppel aus dem Sack, den steckte der alte Schneider in einen Stahlschrank mit Nadel und Faden und der Elle, schloss ihn ab und warf den Schlüssel in den Bodensee. Und von da ab lebten die vier glücklich und zufrieden bis ans Ende.